die haben gestern Probleme gehabt im Training, auch nach dem Training, haben jetzt seit gestern nicht mehr trainiert. Wir trainieren erst heute Nachmittag. So gesehen muss ich abwarten, wie das aussieht. Aber ja, Joni hat Knieprobleme wieder nach einem Zweikampf mit Dennis. Und Gausi hat auch leichte Probleme und so, dass wir abwarten müssen heute, wie es aussieht, ob sie überhaupt trainieren können und wie und ja, wie es geht. Also ich würde schon eher sagen 50-50. Kommt Peter wieder rein, spielt Gausi hinten links, kommt Maxi in der Raute zum Beispiel rechts rein. Also das sind so Überlegungen, wo ich wirklich mich noch nicht zu 100% entschieden habe. Und es gibt uns auf jeden Fall mehrere Optionen. Und ja, das macht das Ganze auch dann konkurrenzfähiger und spannender. Aber nicht einfach zu entscheiden als Trainer. Ich finde, man darf nicht nach einem Spiel alles wieder in Frage stellen. Aber wir sind sehr variabel, haben in den letzten Spielen oft gewechselt, so nach einer Stunde oder letztes Mal mussten wir nach einer halben Stunde. Und ich glaube, dass man, wenn man ein bisschen variabler ist, dass das auch sehr positiv ist und vielleicht auch manchmal ein bisschen schwieriger auszurechnen für den Gegner. Boah, es wird vor allem schwer, jetzt die 18 zu bestimmen fürs Spiel, weil viele auf Augenhöhe sind, weil die Jungs alle sehr eine gute Einstellung haben und wir haben trotzdem manche Positionen zwei- oder dreifach besetzt. Ja, dann gibt es so schwierige Entscheidungen, weil ja, wirklich alle gut bei der Sache sind und viel Lust haben. Aber eben, das gehört dazu. Als Trainer muss man so Entscheidungen treffen und ja, mal schauen, wie das aussehen wird. Aber es ist nicht so einfach, weil es mir ein bisschen schwerfällt, weil die Jungs wirklich eine super Einstellung haben. Alle. Ja, ich denke, ja, wir brauchen zuerst mal wieder diese Mentalität, diese Bereitschaft, die Zweikämpfe anzunehmen, die zweiten Bälle zu gewinnen. Jeder muss seine defensiven Aufgaben erfüllen und das ist mal die Basis. Und das hat mir letzte Woche nicht so gut gefallen. Da hatten wir viel Leerlauf und oft zu weit auseinander. Wir kamen nie richtig in die Zweikämpfe und das ist mal die Basis. Und daran müssen wir arbeiten. Und wenn wir das auf den Platz bringen, und das haben wir auch angesprochen, dann haben wir so viel Qualität, dass wir auch immer Tore schießen können. Ich finde, dass sie sehr mutig anlaufen. Man sieht eine klare Handschrift vom Trainer. Ich habe einige Spiele jetzt gesehen, mir gefällt das. Die Art und Weise im 4-4-2 setzen immer den Torwart unter Druck, probieren mutig anzulaufen, gehen sehr, sehr schnell ins Gegenpressing. Ja, jetzt 6-0 gewonnen. Zuerst mal 6 Tore, muss man zuerst mal schießen. Haben offensiv Qualität, defensiv viel Routine mit Schuppi, den ich noch kenne aus Bielefeld-Zeiten. Also eine gute Truppe, die man sehr, sehr ernst nehmen muss und wo unbedingt die richtige Einstellung an den Tag legen müssen. Am liebsten oder am besten nur auf uns schauen. Ja, Nummer 14 anstreben, also Nummer 14 Sieg oder ungeschlagen bleiben zum 14. Mal. Das ist unser großes Ziel. Und dann brauchen wir nicht zu viel auf die anderen zu schauen, weil das hat einem selten Glück gebracht. Wir müssen sowieso unsere Spiele gewinnen oder Punkte holen. Und ja, wenn die anderen dann für uns spielen, umso besser. Aber ja, wir müssen auf uns schauen und unsere Punkte einfahren. Sonst bringt alles andere nichts.